Ich sitze mit Brillen. Darf ich mit Brillen sitzen so? Hallo? Nein, okay, jetzt machen wir neu. Ich würde dich auch sehr gerne als meinen Co-Trainer dazu nehmen. Ich habe dir eine Einladung geschickt zu meiner Hochzeit. Ja. Du hast mir nicht mal geantwortet darauf. Bruder. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Homies. Diesmal Special Style aus Abu Dhabi mit Emil Forsberg und Kevin Campbell. Also lass uns loslegen, Habibis. Frage 1. Was möchte Kevco noch während seiner aktiven Zeit erlernen? A. B- und A-Lizenz. B. Ausbildung zum Musikproduzenten. Und C. Ausbildung zum Koch. Das ist eine ganz einfache Antwort, weil der hat ja nicht so viel Ahnung vom Fußball. So, Frage A, weg, Ausbildung zum Musikproduzenten, ja, kochen könnte überhaupt nicht. Also meine Antwort ist ganz klar B, Ausbildung zum Musikproduzenten. Da ist der ist schon scharf mit Musik. Die anderen beiden keine Chance. Dann habe ich gesagt, kochen kannst du nicht. Ich glaube, B, also A, B und A-Lizenz. Es ist zu viel Zeit für dich, Bruder. Ich habe gesagt B, Ausbildung zum Musikproduzenten. Leider falsch. Was? Ich habe gerade noch mit Frankie darüber geredet, dass ich meine B- und A-Lizenz. B-Lizenz kriege ich ja sowieso, aber ich muss meine A-Lizenz machen. Bruder, Musikproduzenten, das steht nein, ja hier. Nein, bei jeder Weihnachtsfeier stehst du auf dem 10 und ja, singt. Ich bin mehr Entertainer als Musik. Ja, aber dann kannst du ja was Eigenes produzieren. Ihr müsstet irgendwas über Entertainment schreiben, aber das ist leider falsch. Okay. Wie kommt Kevco am besten zur Ruhe? A. Angeln. B. Kochen. C. Lesen. D. Saufen. Oh ne. D war nur. Okay. Also schade, dass es nicht hier dran steht. Okay. Aber ja. Ich würde sagen, wieder angeln nicht. Könnte überhaupt lesen? Das wissen wir noch nicht. Also da muss ich auch wieder B. Kochen antworten. Weil ich glaube, da macht er auch nicht viel. Kann schon schön zugucken und dann. Ja, B. Kochen antworte ich. Also hier, das war ganz schlecht hier, muss ich sagen. Frage 2. Schlecht ausgesucht? Nee, aber wie kommt Kevco am besten zur Ruhe? Dann habe ich dazu geschrieben D, Saufen. ich habe Kochen gesagt. Ich komme beim Angeln sehr gut zur Ruhe und kann abschalten, weil ich da für mich in Ruhe habe. Aber ich habe auch sehr oft schon gesagt, dass wenn ich koche, dass ich da auch extrem zur Ruhe komme und mir dafür extrem Zeit nehme. Das habe ich gelesen. Aber wir können mal so sagen, der hat einen Fisch geangelt, der hat ein reines Küche gebracht und gekocht. Und dann habe ich Ruhe. Ja, man kann beide. Beide. Das würde ich sagen, nicht zwei. Also beide sind richtig. Angeln liebe ich über alles auch, aber Kochen ist auch ein sehr großes Hobby von mir. Ich komme bei beiden Sachen zur Ruhe. Ja, ist okay. Hast du gut gemacht. Ja, danke dir. Hast du gut gemacht. Ja, ich wusste das. Ja. Was macht Kevcos Frau sauer? Er braucht zu lange fürs Kochen. B. Er redet zu viel über Fußball. Oder C. Er schläft zu lange. Ja, da kommen wir wieder zurück. Was bringt Kevco zur Ruhe? Also ich würde sagen, er braucht wirklich zu viel und zu viel Zeit und es dauert zu lang, für ihn alles fertig zu machen fürs Kochen. Also ich glaube, A, er braucht zu lange fürs Kochen, würde ich sagen. Die anderen zwei, Fußball, wie gesagt, hat keine Ahnung. Schlafen, was ich weiß, seine beiden Jungen steht sehr früh auf, also kann nicht zu lange schlafen. Also antworten wir A, er braucht zu lange fürs Kochen. Also ich habe erstmal gesagt, deine Jungen, die stehen immer früh auf, also schläfst du nicht so lange. Ganz genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass du viel über Fußball redest zu Hause, aber nicht so viel. Nein. Ich habe aber A gesagt, er braucht zu lange fürs Kochen, habe ich gesagt. Bravo, Junge, bravo. Das ist ein Bruder. Das ist ein Bruder. Das stimmt. Okay, Frage 4. Konzentrier dich. Was? Vervollständige Kevcos legendären Satz, der auf dem Weg zur Pokalsiegerparty fiel. Wer heute schläft, ist ein A. Caballo, B. Gato oder C. Perro. Also, wir alle wissen, was wir gesagt haben. Ganz klar, C. Perro. Der ist auch selber ein Perro. Oh, ich habe Perro gesagt. Bravo, Bro. Top. Der Junge kennt mich. Ja. Wer heute schläft, ist ein Perro. Ein Perro! Kevin muss Trainer werden, sagte welcher Fußballfunktionär über Kevco. Ja, A. Rainer Kallmund. B. Olve Minzlaff. C. Hans-Joachim Watzke. Die allen haben ja schon was zu sagen im Fußball. Dann würde ich B. Olve Minzlaff sagen. Oh, ja, das siehst du.
Also ich jetzt, ein ganz berühmter Mann in Deutschland. Ja, eine Legende. Eine Riesenlegende. Jetzt, wenn er sagt, ich habe ja Oliver Minzlaff geantwortet, aber du meinst ja Rainer Kallmund. Ja. Ja, also, was war denn noch als Auswahl? Hans-Joachim Watzke. Und wer noch? Olli Minzlaff? Ja, ich habe Olli Minzlaff gesagt. Rainer Kallmund hat das gesagt. Ja, aber der war, ich weiß nicht, wie lange Manager von Leverkusen. Ja, war gut, ja. Ja, er ist ein guter Mann. Und der hat so über dich gesagt. Der hat sehr viel Ahnung über Fußball und der weiß, was er sagt. Ja. Und deswegen. Ja, und deshalb willst du auch jetzt B und A und nein, alles nein, das wollte ich schon vorher, weil ich ihm gesagt habe mal, dass ich das gerne mache. Ja, okay. Ich würde dich auch sehr gerne als meinen Co-Trainer dazu nehmen. Oh, ja, das wäre schon super. Das wäre ein super Team. Das jeden Tag einmal Training morgens, ja. Ecke weg. Eck und weg. Eck und weg. An welchem Ort hat Kevko außerhalb von Deutschland ein Haus? A. Formentera, B. Ibiza, C. Mallorca. Jeder in der Kabine weiß genau, wo er ein Haus hat, weil der redet den ganzen Tag und jeden Tag darüber. C. Mallorca. Und ich habe gesagt, jeder in der Mannschaft weiß genau, wo du ein Haus hast. Wo ist das? Palma de Mallorca. Hey, bravo. Top, Junge, top. Ja, der war nicht schwer, top. Bruder. Aber danke für die Einladung. Ne? Hier kommt der noch. Ja, ich habe dir eine Einladung geschickt zu meiner Hochzeit im Juni. Stimmt. Ja. Du hast mir nicht mal geantwortet darauf. Das auch. Das siehst du, da siehst du, was für ein guter Freund das ist. Ich muss ja meine Kalender schauen. Ja. Für was neben Kevko ist seine Heimatstadt Solingen bekannt? A. Currywurst, B. Gebäck, C. Messer. Ich habe ja da nicht so viel Ahnung. Currywurst, ja, Gebäck, ja. Ich würde Messer sagen. Also das wäre meine Antwort gewesen, Messer. Ich hoffe, dass es richtig ist. Also C, Messer. Ich habe ja Currywurst, ich habe ja keine Ahnung davon. Nein. Auch Gebäck, vielleicht ist es Gebäck. Ich glaube, ich habe aber Messer geantwortet. Bravo, Junge. Das ist die Messerstadt. Guck mal zu Hause auf deine Messer, da steht immer Klingenstadt Solingen. Ja. Gegen wen absolvierte Kevko sein erstes Spiel für RB Leipzig? A, gegen Hamburg 2017, 8.9. B, gegen Gladbach, auch 2017, 16.9. Oder C, gegen Augsburg, auch 2017, 19.9. Der ist ja ganz spät gekommen zu uns. Das war so, ich finde wir gar keinen anderen als Kevko. Und ja, wir müssen ihn halt nehmen, okay. Dann war es A, Hamburger SV. Der ist ganz spät gekommen, aber ich glaube, das war das. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Oder war es Gladbach? Nee, ich sage A, Hamburger SV. Guck mal, das kannst du ganz leicht rausfinden. Ich kam ja am letzten Transfertag. Das ist der 31.8. Ja. Und also, was war das nächste Spiel? Ja, Hamburger. Und was habe ich geantwortet? Habe ich auch gesagt, der ist ganz spät gekommen, weil wir haben ihn überall gesucht, keinen gefunden. Ja, und dann habt ihr den letzten, den ihr kriegen könnt. Habt ihr jetzt Kevko holen, ne? Ich war schon auf dem Weg nach China eigentlich. Bruder, das ist ich bin für euch nochmal zurückgekommen, ja, Junge. Boah, jetzt bin ich dran. Hoffe, ich glaube, ich habe alle richtig. Fangen wir an. Welchen Spitznamen gibt man in Schweden gerne der Fußballfamilie Forsberg? A. Älskling, B. Foppa oder C. Solsträve? Da muss ich echt raten. Also, ich würde mich jetzt für Foppa entscheiden, für B. Da muss ich echt raten, weil sich das so am meisten noch irgendwie Fußballer Familie Forsberg. Das sind drei Fs und das fängt auch mit F an und hört sich am ehesten an, irgendwie nach Fußball, Fopper, Ball oder keine Ahnung, irgendwas. Also ich würde B nehmen. Ich habe tatsächlich Fopper genommen. Bravo, Junge, bravo. Was bedeutet das? Ja, mein Vater ist Lil Fopper und mein Großvater ist Fopper. Ich habe erklärt, weil Fußballer, Familie Forsberg, da sind drei Fs und in dieser Antwort ist F und das hört sich am meisten wie Fußball an, Fopper. Bruder, Älskling hat nichts mit Fußball zu tun. Gar nichts damit zu tun, aber es ist eine richtig ja, gute Antwort. Ich habe nachgedacht. Super. Danke, Bruder. Super. Ja, also schon mal richtig. In welchem UEFA Europa League Spiel erzielte Emil RB Leipzigs 1000. Tor? 24. Februar 22, Real Sociedad vs. RBL. 14. April 22, Atalanta Bergamo vs. RBL. Oder C. 5. Mai 22, Glasgow Rangers vs. RBL. Ich überlege gerade, ich glaube gegen Atalanta hat Emil da getroffen, ich glaube, ich meine nicht. Real Sociedad. Ich sag C bei Glasgow Rangers. Kann ich nochmal umswitchen? Ich nehme A, 24. Februar gegen Real Sociedad. Ich meine, das war das Spiel, ja, ich glaube schon. Oder einfach. Ich habe ganz einfach gesagt Real Sociedad. Ja, bravo. Was, können wir was schwieriger machen? Ja, das kommt noch jetzt, guck mal. Okay. Okay, dritte Frage. Wie viele Scorerpunkte weist Emil aktuell für RB Leipzig auf?
117, 62 Tore, 55 Assists. B, 127, 62 Tore, 65 Assists. Oder C, 137, 62 Tore, 75 Assists. Ich weiß, dass Emil ganz viele hat. Okay, 62 Tore bei allen, jetzt geht es um Assists. Und Emil hat viele Assists geliefert. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, A ist ausgeschlossen, glaube ich. Ich würde zwischen B und C entscheiden. 137 ist schon cool. Ich weiß nicht, wie viele Pflichtspiele Emil genau hat. Ich würde tatsächlich B nehmen. B oder C, ja. C könnte es auch sein. 75 Assists. Der macht viele Assists. Ich mache jetzt Risiko, ich sag C. 75 Assists. Ich habe gesagt C. B ist es, ne? Ja. Ja. Ich habe erstmal B genommen und dann habe ich gesagt, nee, der macht aber so viele Assists. Dann habe ich habe erstmal das gesagt und dann habe ich aber das genommen. Aber egal, eines. Aber der hat mit so Freundschaftsspielen auch gerechnet. Dann ist das stimmt. Ja, das stimmt. Ihr habt Freundschaftsspiele nicht eingerechnet, ne? Welche weitere Sportart führte Emil als Kind neben dem Fußball aus? A. Eisfischen. B. Eishockey. C. Innebandy. Floorball. Eisfischen würde ich jetzt ausschließen, weil ich weiß, dass Emil jetzt nicht der begnadetste Fischer ist, glaube ich. B. Eishockey würde am nächsten kommen. Ist ja skandinavisch mit die Hauptsportart. Was ist Floorball? Kann mir das jemand so erklären? Ja, aber ich würde jetzt zu B tendieren, zu Eishockey, weil das glaube ich, viele in Schweden spielen und deswegen nehme ich Eishockey. Ich habe ganz klar gesagt Eishockey. Bruder, ist falsch. Innebandy? Ja. Scheiße, ich habe. Aber ich weiß, Schweden Eishockey. Ja, Schweden Eishockey. Ich habe jedes auch, Kind lernt. Global ist auch genauso fast wie Eishockey, aber ein bisschen leichter. Das ist so. Ja. Aber ich dachte, leider. Jeder spielt in Schweden ja, als Kind. Ja, habe ich auch gemacht, aber ich habe. Hast du auch gespielt? Ja, ja okay. Aber Global deutlich. Okay, mehr. Scheiße. Was hatte Emil als erstes Auto? A. Fiat 500. B. Ford C-Max. C. Skoda Fabia. Also Fiat ist ja eher italienisches Auto. Ford ist amerikanisch, meine ich. Also ich würde C sagen, Skoda, Fabia. Ich bin gut, oder? Ich glaube, ich bin gut. Ich habe gesagt, Fiat ist italienisches Auto, Ford ist amerikanisch. Deswegen habe ich Skoda. Du bist so, Bruder, du weißt es, Bruder. So, ja. Aha. Wie heißt Emils Golden Retriever? Ich nenne ja Emil auch Roffe. Das ist sein Spitzname von mir. Also weiß ich schon mal, wie er heißt. A ist Anton, B Florenz ist seine Tochter. Antwort C, hoffe. Das war ganz einfach. Ich hab ihn auch erklärt, warum. Ich nenne dich ja immer Ruffe. Ja. Den Namen habe ich dir verpasst. Also C, Ruffe natürlich. Top, Ruffedinho. Welche Nummer hatte Emil bei GIF Sundsvall? A 7, B 10, C 33. Also da er da noch ziemlich jung gewesen sein muss, wo er hochkam zu den Profis, glaube ich nicht, dass er jetzt die Nummer 10 hatte direkt. Nummer 7, glaube ich, war vielleicht auch schon besetzt, weil er, wenn er so jung dann hochgekommen ist. Also ich würde C sagen, 33. Ich habe ja gesagt, du warst wahrscheinlich noch sehr jung, als du zu den Profis kamst. Profi. Hä? Du bist jetzt schon auf dem richtigen Weg. Ja, rein. Dann habe ich gedacht, Nummer 10 direkt nein. Dann habe ich gesagt, Nummer 7 ist auch nicht seine Nummer. Genau. Nummer 33. Ja, so Bruder. Okay, Frage Nummer. Oder wie viel hast du noch? Mit welcher Rückennummer lief Emil anfangs und bis dato einziger Leipziger bei RBL auf? A 12, B 13, C 14. Da war ich noch nicht da. Aber ich weiß es. Das war die Nummer 12. Und also, jetzt kommt's. Das wusste ich auch, Bruder. Siehst du mal, bevor ich wusste, ich habe noch nicht mal hier gespielt und ich wusste das. Ich habe ganz klar gesagt, mit der Nummer 12. Das ist Brüderschaft. Also das ist Liebe. Wir kennen Liebe. Uns. Wir kennen uns. Also Rekord ist das. Bruder. Das sind Homies. Homies. Jetzt können wir das Homies beenden, okay? Das wird auch wir niemand können es brechen. Beenden das jetzt. Wird auch niemand brechen. Wir können es beenden jetzt. Bravo. Also danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ich glaube, so schnell wird unseren Rekord keiner brechen. Viel Glück an die anderen Spieler, die noch folgen und bis bald.